Ja, hallo, ich melde mich hier heute aus Berlin. Bei mir heute zu Gast der Christian Rebernick, Auslandsösterreicher, wo man aber das bei Berlin ja nicht so ganz sagen kann. Christian, erzähl mal ein bisschen kurz, wie das alles bei dir kam so in den letzten Jahren. Also ich bin jetzt schon eine Weile, muss man sagen, in Deutschland grundsätzlich. Bin zuerst von Wien, von meinem eigenen Wien, bin zuerst nach Hamburg umgezogen, zu Parship gewechselt. Was nicht hast du dort aufgrund gemacht? Meiner Beziehung, sondern aufgrund des Jobs. Dort war ich CTO und durfte auch mit aufbauen, das ganze Parship-Produkt mit weiterentwickeln. Habe dort auch die Wissenschaftsabteilung geleitet. Sehr spannende Psychologie, die hinter dem Parship-Prinzip steckt. Finde ich auch ein ganz großartiges, persönlich ein großartiges Produkt tatsächlich. Bin 2012 dann nach Berlin umgezogen, ab hier bei Ewin begonnen zu arbeiten, war dort auch Technologievorstand. Ewin ist so Europas größtes Affiliate-Netzwerk. Ja. Genau, und seit diesem Jahr, jetzt im Gesundheitsbereich, auch sehr spannend. Ja. Was mir noch kurz dazwischen eingefallen ist, du hast so eine UNO-App auch mal gemacht. Was war da nochmal genau? Genau, ich glaube, dass, also wenn man sich sowas anschaut, ich habe ein World Food Programm ganz konkret und ich durfte dort bei einem ganz besonderen Projekt mitwirken tatsächlich. Ja. Wenn man das Thema Spenden anschaut, heute es kostet eigentlich so ein Kind eigentlich in Not zu ernähren, das kostet nur 40 Cent und damit kann man ein Kind den ganzen Tag ernähren. Ja. Jetzt ist aber gar nicht so leicht, 40 Cent einfach nur an Spenden zu bekommen. Also so die Menschen, also sind kleine Spenden und auch Menschen, die denken sich, ja, aber wie viel geht denn davon weg eigentlich von dem Geld? Ja? Fliegt da jetzt der CEO groß Business Class irgendwo? Ja? Ja. Kommt das eigentlich an bei den Kindern auch? Ja? Und die haben gesagt, ja, eigentlich haben wir jetzt Smartphones und könnte man auch eigentlich transparent machen, wo es hingeht, was weggeht eigentlich. Und man könnte auch das Spenden von 40 Cent zum Beispiel auch ganz einfach möglich machen mit der Grundhypothese haben wir eben Sharamid entwickelt. Sharamid ist eben eine App vom World Food Program und mit der nichts anderes als einen Knopf drücken und 40 Cent spenden und man sieht auch genau, wo das hingeht und man weiß auch, weil es die UN ist, dass alles transparent ist, dass da werden nur vielleicht oberhalb bei 10% oder sowas der Kosten. Ja. Und das haben wir gelauncht und allein im ersten Monat nach Start haben wir ungefähr so viel eingenommen an Spenden jetzt wie das World Food Programm im ganzen Jahr. Ja. Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Du bist jetzt nach Deutschland gegangen, hast quasi ein Projekt gemacht, dann ist auch wieder ein interessantes anderes Projekt dazugekommen. Das heißt, du hast das immer für dich so versucht, einen Job, der auch irgendwie deine persönlichen Interessen irgendwie nährt, sagen wir mal. Ich glaube, das ist, also es gibt natürlich jetzt unterschiedliche Jobs, unterschiedliche Themen auch, aber gerade das ist ein sehr schönes Thema, was mir auch persönlich am Herzen liegt. Am Ende des Tages, wonach ich suche persönlich jetzt, ist etwas, wo ich auch etwas bewirken kann. Ja. Wo ich glaube, ich kann das wirklich jetzt beitragen, einen Mehrwert erzeugen. Ich freue mich persönlich auch, wenn ich mit anderen Leuten über solche Themen sprechen kann. Nicht jedes Thema ist so selbsterklärend. Da kann man jetzt eigentlich schön einen Bogen machen. Du hast jetzt zum ersten Mal quasi als Founder dein eigenes Startup. Was macht sie da genau mit Vivi? Und erläutern uns das aber kurz mal vielleicht. Also vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich war zuvor, unmittelbar vor Vivi, war ich bei N26 als CTO und Geschäftsführer tätig, durfte dort eben auch mithelfen, so eine Bank mit aufzubauen, eine Banklizenz zu holen, die App zu entwickeln, ein Kernbanksystem zu entwickeln, aber auch Partnerschaften zu entwickeln. Habe dort viel gelernt, aber was ich auch gelernt habe, ist dort, dass im Finanzbereich ist ganz wichtig eigentlich ist, dass Menschen mehr Kontrolle haben und mehr Transparenz über ihre eigenen Finanzen. So. Und wenn ich mir das Gleiche anschaue für meine Gesundheit, ist das auch ein Problem eigentlich heute, dass ich gar nicht so, mir fehlt oft das eigene Verständnis für die eigene Gesundheit. Und ich glaube, dass Menschen grundsätzlich mehr Kontrolle auch über ihre eigene Gesundheit haben wollen und dass unser Gesundheitssystem noch gar nicht so dafür ausgelegt ist heute. Also wenn ich jetzt meine Beispielsweise, ich bin ja von Österreich, von Wien nach Hamburg gezogen, bin dort natürlich zum Zahnarzt gegangen, was der Zahnarzt erst gemacht hat, ist ein Röntgenbild gemacht. Und dann bin ich später nach Berlin gezogen, was macht der Zahnarzt dort als erstes?
nochmal ein Röntgenbild. Ja. Also eigentlich viele unnötige Ressourcen teilweise. Da hätte ich mir einfach digital, hätte ich das Röntgenbild gehabt, hätte ich es einfach mitnehmen können. Ja. Weil das hat keinen Mehrwert mehr gehabt, das neu zu machen. Ja. Ja. Und genau das ist, was wir halt mit Vivi schaffen wollen. Vivi ist am Ende des Tages eine elektronische Gesundheitsakte mit der Assistenzfunktion. Mhm. Das heißt, ich kann dort alle meine Laborergebnisse, meine Blutdaten etc. alles abspeichern, alle meine medizinischen Daten, hat dort aber auch einen Notfallpass hinterlegt, meinen Impfpass hinterlegt zum Beispiel, sodass ich nie wieder meine Impftermine vergesse, dort meinen Medikationsplan hinterlegt. Was Vivi macht jetzt als Assistenz ist eben, sie hilft mir, dass ich auch erinnert werde daran, dass ich meine nächste Medikation nicht vergesse, dass ich meinen nächsten Impftermin nicht vergesse. Ja. Sie hilft mir aber auch gesund zu bleiben. Da gibt es noch so einen Health-Check-up drinnen, wo man eine Analyse über die eigene Gesundheit hat, zum Beispiel so zum Thema Lebensstil, Ernährung, Aktivität oder auch Geist und dann eben, was das eigentlich für eine Auswirkung hat auf den eigenen Körper. Also es ist ein bisschen eine Brücke, wenn ich das richtig verstehe, von einerseits Dokumentation, aber andererseits auch irgendwie so Lebensstil managen, dass man gesünder und damit hoffentlich länger lebt. Genau, ich glaube, das ist so die Basis eigentlich für ein zufriedenes Leben, wenn es da ist, die eigene Gesundheit. Und wir wollen einfach, wie wir das Werkzeug dir in die Hand geben, damit du eben genau gesund leben kannst. Ja. Und da unterstützt wirst, um eines Tages deine Gesundheit zu gestalten, um es mal korrekter zu formulieren eigentlich. Ja. Für dich ist es eigentlich eine App auf iOS oder Android, der du das machen kannst. Natürlich gibt es auf der anderen Seite das Ganze ist ein Ökosystem, es gibt natürlich einen Ärzte, oder auch Krankenhaus oder Labore auf der anderen Seite, die damit ihr interagieren können. Ja. Jetzt kann man sagen, Deutschland ist nicht der kleinste Markt, sondern der größte in Europa. Was glaubst du irgendwie wird entscheidend sein oder was hast du jetzt für ein Gefühl, werdet ihr das schaffen, warum werdet ihr das schaffen, wer sind da Partner, wie sieht das irgendwie aus, dass sich die Leute das vorstellen können? Mhm. Gesundheit ist natürlich also einmal grundsätzlich mal ein sensitives Thema, muss man mal sagen. Das heißt, das Thema Sicherheit, Datenschutz kommt mal gleich relativ früh auf bei Menschen im Kopf, auch bei mir. Ich möchte nicht, dass meine Gesundheitsdaten irgendwo wegkommen, sind sogar noch mal heikler als Finanzdaten. Bei meinem Bankkonto kommen vielleicht 100 Euro mal weg, naja, sind auch 100 Euro weg. Aber wenn mir so ein Untersuchungsergebnis gestohlen wird, dann kann das sehr viel für meine Persönlichkeit heißen. Deswegen ist es ganz wichtig bei uns, dass diese Daten wirklich gut geschützt sind. Ja. Ja. Deswegen haben wir sehr viel in das Thema Sicherheit investiert und das Produkt auch datenschutzkonform natürlich ist. Aber jetzt auf das Partner zu kommen, wie wir das Ganze, was wir hier entwickeln, auch finanziert. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass ich als Nutzer, als Patient nicht das selber bezahlen muss, sondern wir zahlen ja alle schon genug Versicherungen, Krankenversicherungsbeiträge. Das heißt, es gibt auch die klare Erwartungshaltung, dass die das übernehmen. Und hier freuen wir uns besonders, dass wir auch sehr viele Partner gewinnen konnten und dass wir über 80 Krankenversicherungen als Partner haben und darüber das Produkt potenziell bis zu 35 Millionen Menschen kostenlos zur Verfügung stellen können im deutschen Markt. Aber wo ist da die Limitierung? Wenn man sagt, in Deutschland gibt es knapp über 80 Millionen Menschen irgendwie, 25 wäre dann so ein bisschen mehr als ein Drittel. Das heißt, könnten es dann eigentlich sogar noch mehr sein? Als die theoretisch? Oder? Wir sehen, dass noch mehr Partner Interesse haben, grundsätzlich, wenn wir das Produkt so machen, dass auch andere Leute, die jetzt nicht bei unseren Kranken, also ein Partner dabei sind, die App nutzen können. Das wäre eine Selbstzahlerleistung. Okay. Ja, super spannend auf alle Fälle. Ich bin da jetzt selbst vorher gerade schon durchs Büro gegangen zum zweiten Mal. Das Ding wächst ziemlich viel. Also, du hast doch irgendwie erzählt, innerhalb der letzten Wochen und Monate habt ihr euch verdoppelt. Wie viele Leute seid ihr da? Vielleicht wen sucht ihr auch? Also wir suchen, also wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 60 Leute gesamt. Ja. Innerhalb was für einen Zeitraum? Wir haben letztes Jahr gestartet. Okay. Wir sind noch relativ jung als Unternehmen, auch eben im Aufbau begriffen. Wir haben Leute, die jetzt sich mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen, die interessiert sind an dem Thema Gesundheit, die etwas bewegen möchten auch, glaube ich, ganz wichtig, die sich auch dafür verantwortlich fühlen, für das, was sie tun. Wir suchen aktuell Leute in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen, von Entwicklung natürlich über Produktmanagement bis hin zu auch Vertrieb tatsächlich. Ja. Und wir unterstützen auch unsere Nutzer dabei, die Unterlagen zu bekommen. Und dafür haben wir ein ganz Custom Service Team, was sich halt darum natürlich kümmert in dem Bereich. Also auch in dem Bereich suchen wir nach Leuten. Ja.
Vielleicht zum Abschluss noch irgendwie ganz kurz diese Woche, also in diesen Wochen gibt es jetzt quasi den offiziellen Launch. Bis jetzt war das soweit nach meiner Information Invite Only. Und das heißt, jetzt geht Vivi dann quasi raus in die Masse. Seid ihr da irgendwie nervös oder was ändert das für euch? Oder was hast du persönlich für ein Gefühl jetzt irgendwie damit? Nach also Monaten der langen Arbeit. Das ist natürlich etwas Besonderes, immer für jemanden, wenn man sich solche großen Schritte nach vorne geht. Grundsätzlich haben wir im Juni bekannt gegeben, dass es uns gibt und auch unsere Partner. Das war schon mal ein erster wichtiger und großer Schritt für uns, muss man auch sagen. Und jetzt geht es eben darum, dass wir wirklich aktiv auch in die Kommunikation mit den Versicherungsnehmern gehen, gemeinsam mit unseren Partnern. Und das fängt jetzt eben an. Ja. Und das ist eine große Sache natürlich für uns. Aber wir freuen uns ja drauf und wir fühlen uns aber auch gut darauf vorbereitet, muss man sagen. Wir haben jetzt sind schon mit sehr vielen Nutzern in der Pilotenphase seit einiger Zeit, haben da das Feedback auch sehr gut eingearbeitet, sind auch mit sehr vielen Ärzten im permanenten Austausch. Ja. Und ja, ich glaube, wir freuen uns. Natürlich ist es eine spannende Sache, weil es ein großer Schritt ist, aber wir freuen uns auch wirklich, glaube ich, alle sehr drauf. Ja. Ganz zum Abschluss noch irgendwie, ich habe so Interviews schon mit einigen Auslandsösterreicher, klingt immer so komisch, aber Österreicher, die halt auch über die Grenzen gegangen sind. Würdest du das jedem empfehlen? Wie siehst du das auch mit Berlin irgendwie als eine Chance und vielleicht dein Appell, warum man das machen sollte? du hast es schon gleich gesagt. Ja, ich glaube, dass es richtig spannend ist, einfach im Ausland zu arbeiten. Ich glaube, es ist unglaublich, wie leicht es eigentlich ist, international zu arbeiten. Wenn man sich vorstellt, dass man jetzt in ein anderes Land geht, braucht man oft Visa oder viel Bürokratie. Ja. Wenn man jetzt innerhalb Europas sich bewegt, dann ist das einfach, das ist großartig. Ja. Auch tatsächlich jetzt so die Realität einfach, ja. Sich mal zu bewerben international, einen Flug zu buchen, kostet auch nicht mehr die Welt heute und einfach mal hinzufliegen für so ein Bewerbungsgespräch ist auch möglich grundsätzlich. Natürlich nicht jetzt jedes Mal, aber ich glaube, dass es extrem bereichernd für einen persönlich ist, das zu machen, zumindest eine gewisse Zeit wirklich im Ausland einmal gearbeitet zu haben, und zu sehen, wie das eigentlich tickt. Und natürlich muss man auch sagen, gerade wenn man es vergleicht, für mich jetzt persönlich Österreich und Berlin ist einfach nochmal eine andere, stärkere Dynamik, gerade in jungen Unternehmen, die auch aufgebaut werden. Gemeinsam mit den Investoren, gemeinsam mit den Meetups, die es hier gibt, wirklich zahlreichen, einfach so eine wirklich aktive Community. Und das ist schön zu sehen einfach hier. Ja, und das Positive wäre, man könnte dann quasi auch seine Gesundheits-App oder die Vivi-App irgendwie mitnehmen. Wenn es dann zukünftig auch mal in Österreich gibt, dann wird es eigentlich flotter gehen und nochmal leichter. So ist es. Passt. Christian, danke dir vielmals. Und keep us updated. Tschüss.